Das sind wir wieder. Pokémon Y, meine Freunde. Hier in Illumina City. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Bahnhof an. Das sieht interessant aus. Der TMV ist unvorstellbar schnell und äußerst wackelig. TMV? Fahrkartenscanner ist TMV. Einstellung ungültiger Fahrkarte. Ausnahmen werden keine gemacht. Ja. Da kommen wir wohl nicht weiter. Weil es ist klar, dass sie uns da nicht durchfallen lassen. Ich frage mich aber, ob dieses TMV den TGW ersetzen soll. Sieht ein bisschen so aus, oder? Moment. Es sollte ganz, hier ganz in der Nähe sein. Moment, wie ganz in der Nähe? Steht das Item? Ich kann doch meinen Detektor nicht rausholen. Es heißt, der schnellste Zug der Welt bringt es auch stattlich in 500 Kilometer Stunde. 900. Ja, fährt er nicht in China? Weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, dass der in China war. So ein schneller Zug, aber ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Aber gut. Moment. So. Also, raus da. Und dann haben wir es jetzt auch fast geschafft, oder? Dann ist es jetzt wohl... Dann ist es jetzt wohl soweit, Zeit zum Abschied nehmen. Kopf hoch, mit dem TMV können wir einander jederzeit besuchen. Boah, bei den deutschen Bahnpreisen würde ich jetzt nicht jederzeit sagen, du. Okay, hier können wir nicht hin. Moment. Mein Lieblings-Pokémon ist Merrill. Danach kommt dazu Merrill und dann noch Merrill. Okay. Er hat so immerhin Azuril weggedisst. Finde ich gut, weil ich mochte Azuril nie wirklich. Vor allem habe ich nicht verstanden, warum es Normaltyp hat. Where the fuck bin ich jetzt? What the hell? Okay, jetzt bin ich in der Winterallee. Ich glaube, diese Gassen sind einfach eine Abkürzung immer. Können das sein? Ja. Gut, jetzt bin ich auf jeden Fall hier. Wenn ich eine Angel hätte, könnte ich rausfinden, was für Pokémon in Flüssen leben. Ich glaube nicht, dass man hier angeln kann. Plus Juni. Okay, da war ich noch nicht. Erst einmal schauen, ob ich hier noch was machen kann, würde ich mal sagen. Da komme ich zum Südring zurück, oder? Yep, dachte ich mir, okay. Gut, wir sind kurz davor, Illumina City abzuschließen, Leute. Wie gesagt, wenn ich es vergessen habe, schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Ich werde bestimmt auch nochmal hierhin zurückkommen, wenn es da bessere Karten zu gibt. So gibt es, schaue ich mir erstmal diese ganze Blase an. Hier haben wir, den Plus Genie. Wow, toll! Man könnte fast meinen, hier auf der Plus Genie hielt sich wirklich ein Pokémon auf. Hier auf der Plus Genie bekomme ich immer Lust, Pokémon-Rufe zu imitieren. Oh Gott, das erinnert mich an so eine Tusse auf YouTube. Abseits der Berlin-Straße muss man immer auf der Hut sein. Die, achso, da waren wir schon. Die wirklich Pokémon-Leute imitiert hat und es war absolut krass. Etwas gruselig war es allerdings auch, aber es war absolut krass einfach nur. So, hier haben wir den Plosseverte. Das ist der Spitzentrick namens Wendensprung. Man stößt sie dabei besonders stark vom Boden ab, um auf diese Weise mehr als doppelt so schnell zu werden. Man wirkt das Schiebefeld jetzt einfach entgegen der Laufrichtung. In diesem Sinne rollt dann geschwind wie der Wind. Entgegen der Laufrichtung. Moment. Ja. Ach so, so macht man das. Ah, okay. Was macht's denn? Jung. Wird mein Schatz jetzt nie lernen, sich den richtigen Treffpunkt zu merken? Ich habe ihn tausendmal gesagt, wir treffen uns an der Place Verte, nicht an der Place Rosé. Wie kurzschließen? Du, ich muss was sagen. Meine Molge wird sich wie bei deinem Dedenne kurzschließen. What the fuck? Was ist das denn jetzt? Sag mir bitte nicht, das ist ein neuer Ort, wo ich noch nicht war. Ich fürchte es aber fast. Hallo? Ich will lesen, was das ist. Kaffee Wow Wow. Nee, ich war hier definitiv noch nicht. Oh Gott, was ein Jammer. Zentralblaser. Wobei, war ich hier nicht auf... Hä? Okay, jetzt bin ich gerade was verwirrt. Stylisch, dass man hier jedem, der sich in Illumina City auskennt. Wir hoffen, dass man in Illumina City durch unser extrem Sightseeing aufmerksam auf uns wird. Nee, hier war ich noch nicht. Oder?
Lass dich nur nicht vor dir was anderes sagen. Sei so, wie du bist. Du wirst bestimmt auch immer wissen, wenn deine Boutique neue Waren reinbekommt. Oder? Na klar. Wusste ich's doch. Welche Boutique interessiert dich denn? Moment. War ich hier schon mal beim Südring? Auch mit rundlicheren Formen lassen sich problemlos elegante Outfits zusammenstellen. Ich hab nämlich jedes so viel Spaß an Mode wie an leckerem Essen. Ich dachte mich am liebsten jeden Tag passend zu meinem Pokémon. Ich bin ein großer Freund des Partnerlooks. Ich glaube, hier war ich schon. Und zwar, als ich den Südring erkundet habe. Das fände ich mal schön. Moment. Heilkundeladen. Wenn das die Kräuter sind, da war ich ja schon. Okay, ich war ja schon. Oh, danke. Gut, dann haben wir jetzt es eigentlich größtenteils geschafft. Wie gesagt, wenn dann gescheite Karten auf Serebis sind, werde ich mir das hier durchaus nochmal anschauen. Ach so. Ja, also ich möchte euch dann doch nochmal zeigen, wie man mit einem Chevron fahren kann. Moment. Das interessiert mich jetzt doch, aber dazu muss ich, glaube ich, nach außen. Daher, gehen wir hier zu Nordring. Dann suche ich mal so einen Ort. Achso, das bin ich im Südring. Egal. Moment. Genau, Chevron-Mobil. Bitte wähle eine Zielhaltestelle. Südring West. Zahlen wir einfach mal. Und los geht's, Chevron. Das ist asozial, dass man zahlen muss. What the hell? Okay. Also nichts gegen die Chevron, aber ich bin mit dem Fahrrad irgendwie schneller. Und das meine ich im Ernst. Willst du hier absteigen? Nee. Okay, das ist etwas komisch. Wie gesagt, weil ich mit dem Fahrrad einfach schneller bin. Was irgendwie merkwürdig ist. Sommerallee. Ja. Oh, so, nee. Jetzt habe ich Nein gedrückt. Egal. Nächste Haltestelle. Aber süß ist es trotzdem, auf den Chef rumzureiten. Dies ist die Endstation. Ja. Also, ich kann ja bitte nicht ganz den Sinn daran entdecken, weil, wie gesagt, ich bin hier so schneller, also... Ja, aber süß ist es trotzdem. Ich mag Chevron. Eine der neuen Pokémon, die ich richtig mag. Genauso wie natürlich so eine Vorentwicklung Mähikel. Die sind cool. So, aber jetzt ist endlich Zeit für die Arena. Pokémon Arena von Illumina City Light das Zito, der findet, der die Welt verbessert. Wobei ich natürlich erstmal das hier außen erkunden werde. Was? Puh, diese Arena ist echt hammerhart, damit habe ich nicht gerechnet. Aber kann man ja von allen Seiten rein. Okay. Rabbit. Ja, also ich gehe auf jeden Fall mal dahin rein, wo diese Säulen davor sind, weil... Ja, ach so, okay. Das ist das Illumina City Arena. Jo, da bin ich doch sehr gespannt. Ja, niemand. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Die Pokémon-Arena hier in Illumina City wird auch gerne die Quiz-Arena genannt. Was? Wir versammeln sich Trainer, die Experten in Sachen Elektroattacken sind. Ich bin mir sicher, du wirst hier viel Spaß haben. Oh, Elektro-Pokémon. Was sieht in der Tat interessant ist, allerdings Internet mal wieder anmachen. Hört mir gerade so nebenbei auf. Yo! So. Und dann werde ich... Wie tue ich denn nach vorne? Das ist jetzt halt die Frage, wie tue ich nach vorne? Ich habe keine Bodenattacken, da man nichts sehr Effektives gegen Elektro... und auch nichts, was gegen Elektro immun wäre. Ja. Jo, das ist jetzt nicht ganz so einfach. Ich glaube da, aber ich bleibe bei Bisaflor. Denn es hat zumindest eine Resistenz gegen Elektro. Okay. Der strahlende Prismaturm ist das Leuchtfeuer unseres Herzens. Mag sich das auch kitschig anhören, aber vor uns hier ist das total wichtig. Das ist, glaube ich, das der Eiffelturm. Oder in diesem Fall der Leuchtturm, euch sehr viel bringt. Elektro-Pokémon haben nur wenige Schwächen. Nur wenige ist gut, die haben nur eine, nämlich Boden. Okay, in den Aufzug und hoch. Nächster Halt. Oh Gott, what the fuck?
Ah, dich habe ich doch vorhin gesehen. Du willst in der Rennleiter herausfordern, stimmt's? Ich bin Heureka, seine kleine Schwester. Stell dich bitte auf die cremefarbene Fläche und wir beginnen mit den Quizfragen, die du beantworten musst, um zu ihm zu kommen. Okay. Das ist interessant. Hier kommt die Frage. Ja, nee. Was ist das? Welches Pokémon ist das? Oh Gott, wie entschwer. Sprich den Namen mit der Nummer, an die du deiner Meinung nach der richtigen Antwort entsprichst. 3? Hä? So. Ich dachte, ich müsste jetzt die Nummer sagen. Lass einen Kampf austragen, bevor wir deine Antwort überprüfen. Ja. Oh, Moment. Hätte ich auch mit den anderen kämpfen können? Und hätte er dafür alle Erfahrungen bekommen? Das muss ich das nächste Mal ausprobieren, weil wenn ich natürlich gegen alle kämpfen, das ist klar. Aber gut, erstmal dieses Dedenne. 34, nicht schlecht. So, oh, vielleicht hätte ich zum Pokémon Center gehen sollen. Ich sehe gerade, mir fehlt einmal Blizzardsturm. Wann habe ich da denn gekämpft? Oder wurde es im Restaurant da nicht aufgefüllt? Asozial. Denn im Restaurant wird doch jedem Kampf aufgefüllt, aber scheinbar nach dem letzten nicht. Boah, wie gemein. Erledigt. Ich könnte es bis ganz nach oben schaffen. Ihr könnt es bis ganz nach oben schaffen. Nein, ihr müsst es bis ganz nach oben schaffen. Ich gebe mein Bestes, du. Ich gebe mein Bestes. Bitte steig in den Fahrstuhl. Okay, ich habe gar keine Wahl. Oh, stimmt. Yay! Naja, war auch irgendwie zu erwarten, oder? Weil das war jetzt echt nicht schwer. Hey, du bist ganz schön schlau. Gut, jetzt probiere ich mal das Falsche. Hier kommt die Frage. Das ist Dartiri, das neue Flug-Pokémon. Deswegen werde ich das jetzt mit Absicht mal falsch machen, um zu schauen, ob ich dann gegen, ob ich dann gegen alle Trainer kämpfen kann. Wenn ja, dann mache ich das doch auch in Zukunft so. Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem, denn Magneton, da habe ich jetzt echt nichts Adäquates gegen. Auch mit Megabisaflor nicht. Da habe ich eigentlich nur Sasuke, auf den ich mich verlassen kann. Denn Wasser ist neutral. Ich habe Logok dummerweise nicht dabei. Den könnte ich jetzt sowas von brauchen. Aber das habe ich eben wegen der VM-Sklaven vergessen. Vielleicht hätte ich ihn holen sollen. Naja, egal. Attacke! Und Magnezone ist weg. Trainerhoffnung ist aber die süße Trainerklasse, oder? Also ich finde allerdings den Gedanken süß. So, als werde ich gleich absolut ausgeschimpft, verspottet werden, weil ich so eine kindische Frage nicht richtig beantworten kann. Gefailt. Daneben, Tummelet, aber das ist falsch. Kämpfe bitte gegen einen anderen Trainer. Tatsächlich. Okay, dann haben wir schon zwei Trainer verpasst, mehr oder weniger. Das ist jetzt etwas blöd. Das tut mir leid. Aber mir war diese Mechanik nicht ganz bewusst. Auf jeden Fall, da unten wären noch zwei weitere Trainer gewesen, die wir dann hätten kämpfen können. Das haben wir jetzt verpasst, leider. Aber in X, Pokémon X, werde ich das dann auf jeden Fall machen, was er dann nicht mehr blind ist. Oh, Bisaflor rastet aus, geil. Und jetzt Blättertanz! Zack! Tschüss, Voltenso! Bäh! Das war's, Freundchen. So. Jetzt werden wir erstmal aber wieder beleidigt werden. Das ist vollkommen klar, weil auch diese Antwort ist natürlich absolute Scheiße. Es ist Dartiri. Nichts anderes. Und jeder Lappen weiß das. Aber ich möchte natürlich die Erfahrungspunkte und hier die Trainer kämpfen. Deswegen mache ich das hier so schlecht. So. Also. Aber immerhin, 6 Trainer haben wir jetzt schon. Da wäre es doch komisch, wenn wir gar nicht kämpfen, oder? 6 Trainer haben wir schon. Insofern hat die Traineranzahl schon mal diese Arena absolut erfüllt. Und ansonsten bin ich mit dir zufrieden, muss ich sagen. Die Sache mit dem Quiz ist gut. Man hätte es vielleicht aber tatsächlich so machen können, dass man jetzt nicht die Fragen falsch beantworten muss, um gegen die Trainer zu kämpfen, weil das Konzept finde ich immer etwas blöd. Aber schön gewesen, wenn man es heute in
integrieren können, wie bei der Zinnoberinsel, wo man die Frage richtig beantworten konnte und dann trotzdem weitergehen konnte. Denn das bisher einzige Quiz, was auf, oder Arena, die auf Quizrätsel basiert hat, war die in der Zinnoberinsel. Und wie bereits gesagt, da konnte man die Fragen ein bisschen anders gestalten. Da hat es dann gereicht, die zu beantworten, also die richtig zu beantworten und dann anschließend gegen die Trainer zu kämpfen. So, das ist jetzt aber richtig. Wenn man danach wird noch ein Stock kommen. Da Tiere, genau. Du bist ganz schön schlau. Aber den nächsten Stock machen wir dann im nächsten Part, meine Freunde. Wenn euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Y.